Herzlich willkommen aus Köln. Wir sind heute bei den Up-to-Date Unternehmertagen. Das ist eine Veranstaltung der Akademie Zukunft Handwerk. Die kennen vielleicht einige von Ihnen. Für alle anderen, hier sollen aus Handwerkern erfolgreiche Unternehmer gemacht werden. Wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt mal an. Umsatzplanung, Mitarbeiterführung, Nachwuchssuche. Das sind die drei zentralen Themen, die jeden SHK-Betrieb dauernd beschäftigen. Und genau diese Themen werden hier in Köln angegangen. 3 Tage lang liefern Experten bei den Up-to-Date-Unternehmertagen gebündeltes Wissen für den Alltag. Das Angebot der Akademie Zukunft Handwerk hat ambitionierte Ziele. Der Lethargie im Markt ein Ende setzen. Also die Botschaft ist, bitte kümmert euch um eure Zukunftsfitness. Ja, prüft, ob ihr fit seid für die Zukunft. Und das ist wie mit der körperlichen Fitness. Ja, das hängt mit der Lebensweise zusammen. Wenn ich heute keine Zeit habe für meine Mitarbeiter, dann habe ich keine später. Ja, ich muss mich heute dem Thema Prozesse, Digitalisierung, Fachkräftemangel stellen und nicht glauben, dass das andere für uns tun. Einmal im Jahr finden die Up-to-Date-Unternehmertage statt. Heute zum 12. Mal. Jürgen Pilipp aus Erlangen ist schon zum 8. Mal dabei. Nachhaltiger Unternehmenserfolg, so sagt er, sei der Grund dafür. Um einfach ja, diesen Geist, diesen Austausch, natürlich auch den Input mit den Leuten, durch die vielen Vorträge, auch mal Input zu haben von nicht-technischem. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Up-to-Date-Geschichte, dass wir uns eher um uns selber, um uns als Unternehmen, um unsere Organisation kümmern können und hier genügend Input haben, und deswegen sind wir Wiederholungstäter. Natürlich aber lässt sich die komplette Struktur eines Unternehmens nicht in 3 Tagen umkrempeln. In 2 Jahren allerdings schon, sagt die Akademie Zukunft Handwerk. Innerhalb dieser Zeit bietet sie ein in sich aufeinander aufbauendes Weiterbildungspaket an, bestehend aus Seminaren, Webschulungen und Terminen im Betrieb vor Ort. Und zwar für Betriebsinhaber und Mitarbeiter. Nach den 2 Jahren soll der Betrieb dann up to date sein. Die Firma Spelli aus Niedersachsen gehört zu den ersten, die dieses Paket in Anspruch genommen haben. Seitdem, so sagen die Geschäftsführer, läuft der Betrieb zur Not auch mal ohne die Chefs. Ja, es ist wie bei jedem, man kommt nach dem Seminar nach Hause und die Mitarbeiter sagen, oh, die Chefs waren auf dem Seminar, jetzt halten wir mal 2 Wochen die Füße still, wird sich schon nichts, oder sie werden dann wieder in alte Muster zurückfallen. Und das war dieses Mal nicht der Fall. Wir mussten viel arbeiten, wir haben viel Zeit investiert. Die Mitarbeiter mussten das ein oder andere Mal Drops schlucken, die sie vielleicht aus ihrer Gewohnheit her nicht geschluckt haben, aber letztendlich hat sich's gelohnt. Belohnt wird die 2-jährige Weiterbildung zusätzlich mit dem TÜV-Zertifikat Profi im Handwerk. Hier in Köln werden 26 Betriebe mit dem Titel geehrt. Alle 2 Jahre kann dieser erneuert werden. Durch unsere Mitarbeiter, die wir gut binden konnten an den Betrieb, haben wir langfristig den Erfolg gehabt, den wir uns gewünscht haben, und sind auch durch die etwas schwierigen Zeiten gut durchgekommen. Und das führe ich halt zum Teil mit auf Up-to-Date zurück. Circa 300 Betriebe nutzen die Akademie Zukunft Handwerk inzwischen. Und die macht sich die Weiterbildungseinrichtung für die Zukunft keine Sorgen. Ich habe Spaß, Freude dran, wenn ich die Kollegen sehe. Für mich ist es Berufung, denn letztlich bin ich ja nur Handwerksmeister und hatte die große Gelegenheit, die große Chance, mit und für unsere Kollegen ein solches Qualitätssiegel Profi im Handwerk zu entwickeln, das wirklich Unternehmen stärkt und stützt, das Unternehmen wachstumsfähig macht. In Köln gibt es also ausreichend Grund zur Freude, auch für den Betrieb Team Steffen AG. Der wird von der Fachhochschule des Mittelstandes zum 1A-Arbeitgeber gekürt. Der Preis überreicht von Alsdorfs Bürgermeister Alfred Sonders. Ja, das waren Sie, die 12. Up-to-Date-Unternehmertage der Akademie Zukunft Handwerk. Wenn Sie auch mal dabei sein wollen, alle Informationen dazu finden Sie unter der eingeblendeten Adresse. Wir sind morgen wieder für Sie da mit Ihrem SHK-TV-Markt. Bis dahin, Ihnen alles Gute. Tschüss.